So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi hat wieder mal Augen gemacht im Netto und hat gesagt, da gibt's die Woche Nugget Burger. Ich versuche das auch in der gleichen Woche noch hochzuladen, zum Beispiel für Donnerstag, damit ihr, wenn es das ab Montag gab und ihr das Donnerstagabend seht, Freitag losgeht und es dann das nicht mehr gibt. So ist nämlich immer der Plan. Da gab es auf jeden Fall Nugget Burger und sogar statt einen drei verschiedene Sorten. Drei verschiedene Sorten. Die sehen so aus. Ich lese mal kurz vor. Es gibt Tony's All-in-One Nugget Burger Original. Die haben hier so ein grünes Tütchen außenrum. Original Nugget Burger mit Ketchup, Senf, Soße und Röstzwiebeln für die Mikrowelle. Das ist der grüne. Dann haben wir einen roten Nugget Burger, der ist bestimmt scharf, oder? Da steht Nugget Burger All-in-One von Tony's Barbecue. Mit Barbecue-Soße und Röstzwiebeln. 175 Gramm, alle drei übrigens. Und dann haben wir doch einen gelben. Und gelb ist wieder mal der beste, weil gelb ist die beste Farbe. Deswegen Tony's All-in-One Nugget Burger Chili Cheese. Mit Chili-Cheese-Soße, Jalapenos und Röstzwiebeln. Und das finde ich so genial. Die muss ich jetzt mal hier reinhalten, irgendwie fürs Thumbnail. Ah, jetzt habe ich es schon kaputt gemacht. Da ist immer ein extra Beutel Soße unten drin. Ein extra Beutel Soße unten drin und irgendwie noch ein Tütchen mit Röstzwiebeln. Wir machen das jetzt mal kurz hier auf, dass ihr seht, wie das ist. Ich habe mir extra eine Schere geholt. Möchte jetzt mal warm machen, möchte die mal probieren. Und ich habe mir natürlich auch wieder die Mad Dog 357 Soße hergeholt aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Und Nuggets, Mad Dog, das geht sich Hand in Hand. Jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich denn das, dass ich noch weiß, was was ist. Ihr habt das alles hier extra in so einer Plastikschale. Wenn ihr es jetzt rausnehmt, habt ihr hier also einen Nugget Burger, der nach nichts aussieht. Weil das einfach nur trockenes Brötchen ist, mit vier Nuggets drauf, die auch sehr, ja, trocken aussehen. Die Soße macht man doch bestimmt sowieso erst am Ende drauf und die Röstzwiebeln wahrscheinlich auch. Das heißt, ich könnte mir die Schale mit den Zutaten sowieso hier liegen lassen, könnte einfach alle raustun, dann müssten die vom Grundprinzip immer das gleiche sein. Genau, der Chili Cheese. Ist auch einfach so ein Burger mit Nuggets. Hier habt ihr natürlich auch wieder die Röstzwiebeln und die Chili-Cheese-Soße. Im Tütchen kommt hier rüber. Wo sind die Jalapenos? Wahrscheinlich in der Chili-Cheese-Soße mit drin. Und der Barbecue müsste dann genauso aussehen. Und wenn ihr den aufmacht, habt ihr dann hier eben wieder mal den Burger, wo hinten schon das Nugget rausfällt, dann habt ihr die Barbecue-Soße und ihr habt die Röstzwiebeln. Das ist genial, alles fliegt rum. Wir müssen das also jetzt warm machen. Dafür müssen wir aber, pass auf, das ist alles überlappt und bei dem nicht. Jetzt ist es überlappt. Sieht das gut aus? Sieht das köstlich aus? Würdet ihr das essen? Es wirkt alles ein bisschen trocken und babbig, aber egal. Das kommt jetzt erstmal in die Mikrowelle. Jetzt sieht es nämlich aus, als wären es drei Hot Dogs. Und dann machen wir da die Soße drauf und die Röstzwiebeln und dann sieht das bestimmt mega genial aus. So, die drei Brötchen stehen jetzt hier. Ich lege das mal hier oben hin, ich lege das auch mal da oben hin und das lege ich mal da drüben hin. Das verteilen wir jetzt einfach so. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten mache. Das gibt bestimmt jetzt auch übelst die Sauerei. Und ja, wir schneiden uns jetzt einfach das Tütchen auf, ist jetzt egal. Tütchen auf, erste Barbecue, knallst du dir hier drüber. So, schön als Dipsoße, irgendwie viel zu viel. Normalerweise müsste ich die Nuggets runternehmen, müsste die Soße auf das Brötchen machen, die zwei Brötchenhälften zusammendrücken, dass die Soße schön aufgesaugt wird. Jetzt funktioniert das nämlich bestimmt nicht mehr so gut mit dem Aufsaugen. So, siehst du, das funktioniert ja absolut gar nicht. Aber wir haben jetzt noch die Röstzwiebeln. Die schmeißen wir jetzt auch hinterher einfach hier drauf. Und dann sieht das doch eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Also da bin ich jetzt echt überrascht, dass das cool aussieht. Der zweite wäre dann hier der Chili Cheese. Naja,
Ja, das muss man hier nochmal ordnen. So, so muss das aussehen. Das muss richtig gut sein. Schneiden wir den Chili Cheese nämlich auf. Kippen Chili Cheese hier drüber. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dicker. Richtig dick. Cremig. Das ist jetzt das, was die Sauerei macht. So, in die Mitte noch was. Fertig. Dann kurz das Brötchen drauf zum Auftunken. Brötchen wieder runter. Und die Röstzwiebeln hinterher. Auch wieder dieses Tütchen draufgekippt. Ich meine, auf Chili Cheese freue ich mich am meisten, aber Chili Cheese ist wahrscheinlich auch das, was wahrscheinlich dann am künstlichsten schmeckt. Durch die Soße. Wenn jemand sagt, wir machen Käsesoße und das ist dann einfach nur Pappe, ist halt nicht so cool. Das ist jetzt hier Ketchup-Senf-Soße. Wieso das klassisch mit Ketchup und Senf ist? Wer isst denn seine Nuggets bitteschön mit Senf? Ich habe noch nie Senf zu Nuggets gegessen. Ich brauche scharfe Soßen, okay, aber Senf, weiß ich nicht. Senf ist ja wieder so ätherisch, das ist ja wieder anders. Das ist speziell. So, jetzt packen wir das hier auch drauf. Ich habe vergessen. Ich hätte doch erst mit dem Brötchen abtupfen müssen. So sieht das jetzt gerade aus. Guckt euch das an. So sieht das aus. Jetzt machen wir überall noch irgendwie einen Tropfen Mad Dog drauf. Gleich zu Beginn. Und zwar einen hier vorne. Jetzt müssen wir das mal anheben. Gut, machen wir es halt da auf eurer Seite, damit ihr wisst, dass das eure Seite ist. Egal wie es schmeckt, es muss auf jeden Fall erstmal Mad Dog drauf. Das ist die Devise. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da kommt er. Ein Tropfen hier, ein Tropfen da und ein Tropfen auf den letzten. Jetzt müsst ihr auch nur noch merken, in welcher Richtung das liegt. Das müssen wir wieder ein Stück hoch machen, dass ihr mich seht. Das müssen wir jetzt zuklappen, dass ich mich da nicht so voll sau. So. Also meine Güte. Und jetzt beißen wir mal rein. Wir fangen an mit dem Classic. Ketchup, Senf, Soße. Nehmt den mal auf die Hand. Nehmt die Seite ohne Mad Dog. Also die Röstzwiebeln kommen auf jeden Fall gut, die Nuggets sind auch in Ordnung. Das ist alles ein bisschen weich gerade, alles frampfig ein bisschen. Aber der Ketchup-Senf ist genügend da, ist alles eins, ist wie ein Ketchup-Brötchen jetzt, was du isst. Ich werde nicht den Fehler machen, jetzt in die Mad Dog-Seite zu beißen, damit den Rest nicht mehr schmeckt. Wir testen erst alle von der normalen Seite und beißen dann am Schluss uns durch die Mad Dog-Hälften durch. Also das ist okay. Aber irgendwie auch nichts Besonderes, deswegen weiß ich nicht. Würde ich mir halt wahrscheinlich so nicht holen, weil das mir alles zu schmierig und zu babbig ist. Da kann ich auch einen normalen Hotdog essen und habe irgendwie genau den gleichen Geschmack. Du merkst also jetzt nicht unbedingt, dass das ein Nugget-Burger ist. Du denkst, du isst einen Hotdog mit Röstzwiebeln und Ketchup und Senf, okay. Aber nicht der Nugget-Burger, das Feeling ist nicht da. Also der zweite war der Barbecue. Ich muss sagen, die Barbecue-Soße ist in Ordnung, aber ist auch nicht so was Besonderes. Hat für mich wahrscheinlich die Ketchup-Senf-Note noch besser dazu gepasst, zu diesem komischen Matsch-Burger, den ich gerade vor mir habe. Also lieber den Classic. Classic statt den mit Barbecue. Aber ich bin nicht der größte Barbecue-Freund. Das spielt da bestimmt auch eine Rolle mit. Jetzt kommen wir mal zum Chili Cheese. Also auch hier interessant, du hast ja auch die Käsenote leicht da, nicht so aufdringlich, erinnert ein bisschen an so Nacho-Cheese-Dip. Mir fehlt aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte mir frische Jalapenos gewünscht auf dem Burger drauf, die runterfallen beim Abbeißen. Diese leicht säuerliche Note, die dann auch von den Jalapenos noch mitkommt. Und ich finde jetzt nicht, dass das Chili Cheese ist, es schmeckt halt irgendwie ein bisschen nur wie Cheese.
weil irgendwie die Schärfe fehlt oder eben dieser Chili-Effekt, der normal da sein müsste. Wir drehen den Teller jetzt mal um. Da sind die Maddox-Seiten, da sind die abgebissenen Seiten und probieren das genau nochmal andersrum. Den Classic mit Mad Dog. Du merkst sofort, der zündete Mund, der ist da, der ist präsent. Der gibt nochmal den nötigen Kick, um das Ding ein bisschen aufzuwerten. Barbecue. Das hat jetzt irgendwie chemisch geschmeckt, irgendwie künstlich. Ich glaube, Mad Dog und Barbecue sind keine Freunde. Weil Barbecue ist ja schon so eine dunkle Soße. Mad Dog hat aber auch so eine ähnliche Farbe. Und wenn die zwei aufeinandertreffen, wird das was Komisches. Niemals Mad Dog auf Barbecue. Aber da ich ja kein Barbecue-Freund bin, bin ich eben Mad Dog-Freund. Jetzt aber das Interessanteste. Chili Cheese. Hier fehlt die Zündung, ob sie jetzt da ist. Ohne Spaß, so ist es jetzt richtig, so ist es perfekt, so ist es das Beste. Vergesst das mit dem Barbecue. Barbecue bei mir Platz 3. Platz 2 der mit dem Ketchup Senf, aber irgendwie zu gewöhnlich. Aber der Chili Cheese mit Mad Dog, mit Käsenote, mit Röstzwiebeln, die noch ein bisschen knusprig sind, die so einen anderen Geschmack nochmal dazugeben, wirkt zwar trotzdem irgendwie nicht wie ein Burger, sondern eher wie ein Hotdog. Weil du denkst, die Nuggets sind einfach ein Wiener Würstchen ohne Geschmack, was dazwischen einfach rumfliegt. Aber trotzdem, mit der Mad Dog zusammen ist in der Mitte der die beste Kombination. Den werde ich vielleicht nochmal nehmen. Der Rest muss nicht sein. Und ansonsten geht in Netto, testet mal die Nugget Burger. Ich werde mir hier auf jeden Fall bei jedem nochmal einen Tropfen Mad Dog drauf machen, ob ihr es glaubt oder nicht. Das Brötchen fällt nur auseinander und wer den Rest jetzt hier noch zum Mittagessen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.